Hi, ich bin Dominik Kloß und ich arbeite bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz und betreue dabei die Ferien am Ort-Aktionen. Und heute haben wir ein bisschen was mitgebracht aus der digitalen Ferien am Ort Bastel- und Spielstunde. Für unser heutiges Spiel, das Dosenwerfen, benötigen wir verschiedene Konservendosen, verschiedene Farben Acrylfarbe, einen Pinsel und für den Ball benötigen wir 3 Ballons und ein paar Stofffetzen. Um die Dosen bemalen zu können, müsst ihr als erstes das Etikett entfernen. Und jetzt malen wir unsere Konservendosen in unserer gewünschten Farbe an. Wenn wir den Dosenturm fertig haben, brauchen wir natürlich noch einen Ball, um die Dosen umwerfen zu können. Dafür könnt ihr entweder einen eigenen Ball nehmen oder wir basteln uns jetzt einen neuen. Dazu nehmen wir uns die 3 Ballons und schneiden jeweils von den Ballons den Kopf ab. Ist am Anfang ein bisschen schwierig. So, das machen wir dann mit allen 3 und schneiden uns dann auch Stofffetzen aus dem T-Shirt raus, stopfen dann diese Stofffetzen in den Ballon rein und die anderen 2 Ballons stülpen wir dann über diesen Ballon. Jetzt, wo wir unser Endprodukt haben, können wir endlich loslegen. Wir haben uns hinten noch eine Kiste hingelegt, damit ihr es auch drinnen spielen könnt und es nicht allzu laut ist. Ihr könnt es natürlich aber auch draußen spielen. Wenn euch das zu nah ist, könnt ihr die Weite auch noch variieren und einfach einen Schritt weiter zurückgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt auf jeden Fall unter dem eingeblendeten Hashtag, wie viele Versuche ihr gebraucht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns schon beim nächsten Video wieder. Bis dann!